Laugenweckle, Spätzle, Brezel. Also, obwohl sich das jetzt ziemlich nach Essen anhört, geht es heute gar nicht darum, sondern um Liebe, um Freundschaft, um ja, Pleiten und Pannen und vor allem um ganz viel Stuttgart. In unserer heutigen Reihe Stuttgart lesen stellen wir vom Stadtpalais und von der Stadtbibliothek nämlich Stuttgart-Romane vor. Und da lösen sich auch schon diese Essensbegriffe auf. Das heißt hier nämlich Brezeltango als ein Buchtitel. Wir haben Spätzles Blues und Laugenweckle zum Frühstück. Ja, um was geht's denn in dieser Romanreihe? Genau, also die Romanreihe von Elisabeth Kabatek rund um Line. Line ist die Hauptperson. Sie heißt eigentlich Pippeline, hat mittlerweile 4 Bände. Wir haben jetzt nur die ersten 3 dabei. Der 4. Band heißt So Sache Schätzle. Und Line ist Anfang 30, wohnt in Stuttgart und ist quasi die schwäbische Bridget Jones. Erlebt viele Pleiten, Pech und Pannen und tritt so gefühlt in jedes Fettnäpfchen, das quasi so unterwegs zu finden ist. Und natürlich spielen Liebe, also eine große Liebesgeschichte und Freundschaft eine große Rolle. Das ist ein super Page-Turner, gerade für den Sommer, wenn man irgendwie im Freibad oder auf dem Balkon sitzt. Genau, also große Empfehlung. Ja, die Romane von gerade eben mit den schwäbischen Spezialitäten, die haben ja vermuten lassen, dass es in Stuttgart spielt. Der nächste Roman, den wir vorstellen, der wird ganz explizit. Der Titel heißt Ein Häusle in Stuttgart. Und ja, ein Häusle, das hört sich nach so einer kleinen Sache an, aber ein Häusle in Stuttgart für sich zu finden, ist eigentlich ja schon eher ein großes Vorhaben. Um was geht es denn in diesem Roman? Genau, also es geht quasi darum, dass eine Familie sich ein Häusle in Stuttgart sucht und ich weiß nicht, ob Sie das schon mal gemacht haben, aber also wer in Stuttgart eine Wohnung sucht oder ein Haus, das ist einfach unfassbar, was man da alles erlebt von irgendwelchen skurrilen Maklern, schrägen Anzeigen, was sich anhört wie eine tolle Villa, wird nachher zur Bruchbude. Und das ist einfach auch eine nette Unterhaltungslektüre mit vielen schwäbischen Originalen. Für unsere Stuttgart-Romane haben wir es uns heute hier in diesen schönen Stuttgarter Design-Klassikern gemütlich gemacht, diese schönen Sessel. Und wir hoffen sehr für Sie, dass Sie daheim auch so einen Lieblingslesesessel haben. Und damit Ihnen da der Lesestoff nicht ausgeht, haben wir auch noch einen weiteren Roman dabei. Allerdings nach dem ziemlich leichtfüßigen Einstieg heute wird es jetzt düsterer. Um was geht es denn in diesem Roman, der heißt Am Schwarzen Berg? Ja, genau. Also in dem Buch geht es um 2 Nachbarsfamilien. Das sind einmal die Bubs, da ist er Lehrer kurz vor der Pensionierung. Sie ist Bibliothekarin, die hier in der ehemaligen Zentralbibliothek im Wilhelmspalais arbeitet. Und die Familie Rau, ein klassisches Ärztepaar, er ist Arzt, sie hilft in der Praxis mit. Und deren erwachsener Sohn, der auf einmal wieder auftaucht, zu Hause bei den Raus. Total verwahrlost, die Frau hat ihn verlassen, die Kinder sind weg und ja, es geht darum, wie sich quasi beide Familien darum bemühen, den Peter wieder irgendwie zurück ins Leben zu holen und natürlich wird auch so die Vorgeschichte erklärt, wie es zu dem Ganzen kam. Natürlich spielt Stuttgart 21 auch wieder eine Rolle, wie immer. Ja, genau. Also ein eher düsteres Gesellschaftsporträt, aber durchaus empfehlenswert zu lesen. Zum Abschluss für heute wollen wir Ihnen einen Debütroman vorstellen von Frank Rutkowski. Fake heißt der Roman. Und ja, Paare, wie sie in diesem Buch beschrieben werden, die finden sich wahrscheinlich in vielen Großstädten.
Allerdings gibt es schon der Job der Protagonistin, sie arbeitet bei Daimler, einen Hinweis darauf, wo der Roman verortet ist. Ja, können Sie uns ein bisschen mehr über den Roman verraten, ohne alles zu verraten natürlich? Ja, Sophie, wie gesagt, hängt so ein bisschen ihrem Job bei Daimler nach. Sie war da wohl im Management und hat ganz frisch einen Sohn auf die Welt gebracht. Und Max, der Sohn, schreit die ganze Zeit und raubt ihr so ziemlich den letzten Nerv. Und Jan, der Mann oder Lebensgefährte von Sophie, stürzt sich, ich glaube, auch so ein bisschen aus Überforderung dann in so eine Jogging-Obsession. Also er rennt und rennt und rennt. Und in ihrer Verzweiflung oder auch so ein bisschen aus Frust, fängt Sophie an, in Internetforen als Troll aufzutreten. Und Jan hat auch so eine Parallelgeschichte im Internet, die Familie fast an den Rand des Abgrundes bringt. Aber mehr möchte ich da eigentlich jetzt noch gar nicht so verraten. Mhm. Ja, dann können wir uns jetzt in unseren Lesesesseln zurücklehnen und zum Lesen haben wir hier auch genug und wünschen Ihnen viel Spaß beim Schmökern.